Geschäft. So, und warum? War nichts. Absolut nichts. Heute nicht. Niemand ist da heute. Ach was, das sieht ja so aus. Es ist so. Was? Wie ich es sage. Aber vielleicht drüben am Kamelmarkt. Gut, geh hin. Also gut. Einen Piaster, habe ich gesagt. Für einen lustigen Piaster dürft ihr hineinschauen. Aber nicht umsonst. Nicht umsonst. Hört und seht, von wem wir euch heute erzählen. Hört zu. Kangamusa, Kaiser aus Mali. Kangamusa, der Kaiser aus dem Mohrenland. Schwarz wie der König hier in meiner Hand. Schwarz wie die Figur. Und habt ihr je vom Reich der Mandingos gehört? Ach was. Hört ihr mir zu, edle Geschöpfe, langbeinige, aufgeweckter als eure Herren, die da sitzen und kein Wort verstehen, weil sie schlafen. Ihr sollt davon erfahren, meine Schönen. Euch zeige ich den schwarzen König. Ihr sollt es hören. Auch du, was frisst du denn da? Und ihr alle, ihr mit euren Nasen hoch in der Luft, bei meinen kurzen Beinen, ich verspreche euch eine gute Geschichte vom schwarzen König. Hier, er hat die größte Karawane aller Zeiten nach Mekka geführt. Davon erzählen wir heute hinter der Mauer wie immer. Und so gut war er zu seinen Kamelen, wie es keines von euch je erlebt hat. Eine Karawane mit Tausenden euresgleichen. Kommst du auch hin? Gut, und bring deinen Herrn mit. Zeit. Aber das stimmt nicht ganz, denn manches davon gibt es noch immer. Vor langer Zeit also war das Reich Mali entstanden. Dort weit unten am südlichen Himmel. Dort ist es noch heute, aber arm. Es war lang von den Franzosen besetzt. Zu jener Zeit aber blühte das Land und sein größter Herrscher war Mansa Musa. Gerecht, weise und fromm. Versteht ihr? Eines Tages, und das ist noch keine 700 Jahre her, brach er zur großen Pilgerfahrt auf. Und unser Gast hier tut es ihm nach. Danke. Ihr wollt wohl wissen, wie er heißt. Kangamusa. Genau wie sein Ahnherr. Nur jener war Mansa, nämlich Kaiser.
Ihm folgte sein Hofstaat mit 70.000 Kamelen, viele beladen mit Gold. Dieser hier, unser Freund, reist allein. Ein Kamel ist sein Reichtum. Nach Mekka ist es noch weit. Darum seid großzügig. Und spendet viel. Kanga muss er wird seinen Anteil bekommen. Für einen Königssohn ist das doch nicht zu viel verlangt. Übertreib nicht schon wieder. Doch kommt und seht euch das an jetzt. Kommt her. Und seht, wie sie ihm in der Heimat Lebewohl sagen. Kanga Musa! Salamuso konnte ich die Kampfi. Wohin nun jammer Musa? Kann er Zeit und seine Ware Musa? Kann er Blatt und seine Ware Musa? Kanga Musa, du trägst seinen Namen. Du bist sein Blut, Musa. Du gehst seinen Weg von Aufgang bis Untergang. Auch dein Name, Kanga Musa, wäre vergessen ohne uns, wie die Namen der Könige nach dir. Wir sind das Gedächtnis der Welt, Kanga Musa. Wir tun das Verborgene kund. Und unseren Kindern wird es die Nachwelt verdanken, wenn sie von dir singen, dieses dein Lied. Sein Ziel ist Zaria, die Stadt und der Hof ihres Emirs. Nicht jedermann findet Zutritt, wenn der mächtige Emir Hof hält. Der ehrwürdige Geist und Jüngling in einem. Ja, Jüngling und Greis. Denn er hat ein Geheimnis. Niemand weiß, seit wann diese Hände regieren. Vielleicht hat schon Mansa Musa in diese Augen geblickt, vor einem halben Jahrtausend. So reden sie nun, ein jeder höflich auf seine Weise, der eine das Rätsel des Alten zu hören und dieser
den Gast nicht zu kränken, bis zur Stunde des Aufbruchs, und doch das Geheimnis zu hüten. Die Söhne des Bürgermeisters von Ogol waren ihm schon in den Bergen begegnet. Sie führten ihn und zeigten voll Stolz ihre Heimat am Rande der Wüste. Die beiden wollten auch vielerlei wissen von ihm. Wir haben gelernt, sagten sie, dass bei euch die Woche 7 Tage lang ist. Bei uns nur 5. Die kann man leicht an den Fingern abzählen. Unsere Woche ist kürzer. Alle 5 Tage ist Markttag. Gestern in Ogol, übermorgen da unten in Irili. Auf diese Weise ist immer was los. Man erwartet euch schon im Männerhaus, dort wieder hinauf. Seht ihr dort oben das Haus mit dem Strohdach? Dort müsst ihr hin. Im Kreis der alten Ratsherren, der Dogon, Priester und Bauern und Häupter von großen Familien zugleich, auf dem heiligen Platz, der das ganze Dorf überblickt. Er hatte gefragt, was ihm auffiel, nämlich, warum die Häuser der Dogon rund seien. Sie sind nicht rund, unsere Häuser. Seht doch. Sie sind viereckig, aber zärtlich und schmiegsam gebaut. Menschenhände sind zärtlich und schmiegsam, desgleichen der nasse Lehm. Die Hand des Mannes ist da, um die Frau zu liebkosen. Warum sollte einer, der seine Frau streichelt, nicht auch sein Haus streicheln?
welches Glück kann euch noch der Himmel verheißen? Oder glaubt ihr nicht an ein Leben danach? Das Paradies, sagen die Dogen, dort wo die Toten wohnen, ist wie das Land Dogon selbst. Alle pflanzen Zwiebeln und Hirse, wie sie es auf der Erde getan haben. Und wenn der Regen nicht kommt über das Land, dann bleiben auch drüben die Speicher leer. Alles ist gleich, nur eines nicht. Im Jenseits steht derselbe Affenbrotbaum wie hier im Dorf. Aber die Früchte, die er trägt, leuchten und glänzen, damit die Toten erkennen können, dass sie im Paradies sind, nicht länger im Lande Dogon. Wenn aber im Paradies das Leben so völlig gleich ist wie hier, wie ist es dann mit dem Tod? Dann muss es doch so sein, sagt er, dass auch im Lande der Toten die Toten noch sterben. Gibt es dort Totentänze, wie hier auf den Dächern dort unten? Ja, warum nicht, sagen die Dogen. Wie, die Toten würden ein zweites Mal sterben? Und die große Maske käme wie hier jetzt und würde sich beugen vor Toten, die aber noch leben? Ja, gibt es ein Jenseits, noch Jenseits des Jenseits? Ihr denkt zu viel. Ihr überlegt euch zu viel. Wie die Weißen, die müssen auch immer weiter auf ihren krummen Gedanken. Aber wohin? Wohin? Sind sie glücklich damit? Im weiteren Land der Dürre lebten nur noch Ziegen. Aber es gab kaum mehr Nahrung für sie. Kein Büschel Gras und Kraut, das sie noch hätte nähren können. Der große Mann Semusa hat es verstanden, Träume wahrzumachen und Menschen und Tieren Nahrung zu geben. Ihr Ziegen! Auf den Wipfeln des Baumes findet ihr Futter.
kurudugu musa saka muso kono tejiki kafi bala minya ko kuntu kanye kuntu amande ngana dubale nguntu musa kango musa musa iye kono be bala vele kono be bala vele o kango musa bala minye Im Lande des Affenbrotbaumes war Mali, das Reich der Mandingos, entstanden. Es war der größte Staat seiner Zeit, viel größer als alle Länder Europas. Händler aus Mali bereisten die Märkte der Fremde. Sie hielten auch selbst Markt. So entstanden die Städte. So war auch diese zustande gekommen. Djenné, der Markt von Djenné. Wie auch andere Städte ist sie von Mansa Musa geprägt. Denn wo immer er sich jeden Freitag befand, auf dem Rückweg von Mekka, da ließ er eine Moschee erbauen, wie hier. Auf dem Boden von Handel und Handwerk wurde Djenné auch ein Ort des Wissens, schon vor der Zeit Mansa Musas. Der Ruhm von Djenné lockte fromme Gelehrte von Weitem, aus der ganzen arabischen Welt, von Andalusien bis Bagdad. So gelangte die Kunde von Allah hierher. Die Kaiser von Mali folgten dem Ruf des Propheten. Viele von ihnen unternahmen die Wallfahrt nach Mekka. Mansa Musa jedoch hinterließ sichtbare Zeichen, Moscheen, Gebete aus Lehm. Herr, ich weiß, du wirst nicht größer durch mein Gebet und auch nicht durch diese Moschee, sondern ich werde größer. Ich, der ich hier bete, auf dem heiligen Weg nach Mekka.
Ein Friedhof von Christen, von Menschen, die ihren Glauben mit dem Kreuz nach Afrika getragen hatten und mit Gewehren ihre Gewalt. Sie hatten im Lauf von 200 Jahren Millionen Mandingos getauft und als Sklaven verkauft. In eine Welt, die sie sich ebenfalls untertan machten. Sie nannten sie die neue Welt. Obgleich auch sie schon sehr alt waren.